Gott hat gesagt, lasst uns den Menschen schaffen nach unserem Bild und Gleichnis. Ja, da war noch nicht der Mann da. Jesus kam später, als ich meine im Fleisch. Also was war denn? Wie hat er das gemeint? Nach unserem Bild und Gleichnis. Gott ist väterlich und ist mütterlich. Und das war der erste Mensch. Und dann hat er das geteilt. Er hat das Mütterliche vom Menschen genommen und es war Mann und Frau. Und als Mann und Frau erschuf Gott den Menschen. Nicht als Dritte oder Vierte oder weiß ich was. Diese Gender kommt ja von einem Professor, amerikanischen Professor, der homosexuell war und der grausige Dinge gemacht hat. Und das, solches übernimmt man. Dieser verdammte Satan hat eine Mordsfreude daran. Ich würde ihn totschlagen, wenn ich könnte, aber er ist ein Geist. Aber wir können in die Hölle jagen, wieder zurück. Kann er seine Wunden lecken. Schaut, Satan, der Ach Gott, ich hätte bald gesagt, der Affe Gottes. Der Böse. Er macht. Komm nochmal auf den zurück. Er macht Gott alles nach, aber im negativen Sinne. Und da er immer, Gott gibt uns einen Engel mit. Satan gibt uns auch einen Engel mit. Aber ein Engel, ein gefallener Engel. Wir stehen im Kampf. Ist es da nicht klar, dass man zu dem kleinen Kind die Taufe und die Firmung Streiter Christi diese Sakramente gibt, heute diese Situation. Es gibt so viele Kinder, wo heute schon im Kindergarten anfangen, nicht mehr normal zu sein. Schreikrämpfe, weiß ich was alles. Weil bei ihnen etwas geöffnet wurde. Sexualkunde, den Kindergärtnern. Und das ist der stärkste Trieb, den der Mensch in sich hat, der Sexualtrieb. Übrigens kann man den auch umpolen für anderes. Aber der stärkste, und ein Kind hat noch nicht die Kraft, diesen starken Trieb zu beherrschen. Viele Kinder werden mit dem krank. Jetzt hat es gerade wieder an einem Ort, hat auch eine Lehrerin wieder den Sexualunterricht gegeben. Und dann geschah Folgendes, ein Junge ging nach Hause, legte sich splitternackt aufs Bett und dann kam die Mutter und sagte, wenn du mir etwas Salz, kannst du mich nehmen. Und die Eltern haben nicht aufgeschrien. Brauchen wir da nicht doch die Firmung? Gott ist kein schlafender Gott. Er arbeitet in einem Fort. Auch wenn es irgendwo schlimm wird auf der Welt, da oder dort, bringt er Menschen hervor, beauftragt er Menschen, die hier helfen könnten und heilen könnten. Aber die Menschheit will nicht, der Großteil. Ich weiß nicht, vielleicht erschlägt mich Gott, wenn ich das sage, aber könnte ich mal 3 Tage im Vatikan als Papst sein, ich würde die Kirche retten. Ich bin nicht Papst, also bitte, nicht so vom Blödsinn denken, aber ich trage ja nur die Kirche. Nur, ist gut gesagt.
Am 25. März habe ich ja das Ding erhalten von Gott, den Auftrag. Aber es gibt bei uns im YouTube gibt es die, wie heißt das von mir? Werdegang. Mein Werdegang. Viele meinen immer noch, ich stehe unter dem Vatikan. Nein, ich stehe unter Jesus Christus. Ich bin nur ein Mittel zum Zweck. Ein Werkzeug, das Gott benutzt. Nichts anderes. Was sagte der Heiland zu mir? Nikolaus, meine Kirche ist zu einer Kloake geworden. Und an dem darf ich einfach nicht, ich darf mich nicht in das hinein versenken, wie man zum Beispiel eine Betrachtung macht oder so. Ich glaube, ich würde sterben. Vor dem entsetzlichen Weh. Denn ich liebe die Kirche. Liebe die Kirche, liebe ich sicher auch den Heiland. Liebe ich den Heiland, liebe ich auch die Kirche. Sie ist mir ins Herz oder im Herzen. Aber wenn es jetzt so steht im Vatikan, ich rede ja nicht einer, der nichts weiß vom Vatikan. Ich war über zwei Jahre im Vatikan drin, als ehemaliger Schweizer Gardist, hatte überall Zugang. Und schon dort war die Homosexualität vorhanden. Immer wieder, zwei, dreimal die Woche, kam am Abend, wenn ich Nachtdienst hatte, kamen die Fuhren, die großen Ford-Auto oder die Fiat heraus. Das sind die Vatikan-Autos der Monsignori. Und nach einer Zeit kamen sie wieder zurück. Man sah natürlich nichts drin, aber wenn man ans Fenster ist, sieht man Jungs, wo sich da, damit man sie nicht sieht. Und am Morgen früh fuhren die Auto wieder raus. Glaubt nicht, dass ich das voller Freude sage. Es ist nur Schmerz. Und dann, wie ich auch bin, ich wollte Bestätigungen. Ich will für alles Bestätigung. Dann bin ich mal, habe ich nachgeforscht. Na gut, das ging längere Zeit. Aber dann habe ich gemerkt, dass die Auto immer nach Circo Massimo, dort wo der Ben Hur gefilmt wurde, da, Ben Hur, dort hat es Pinienwälder. Und dort streiften diese homosexuellen Jungs herum und dann kam da die Chauffeure, suchten auch du. Und ich bin auch dort gewesen, ich war da 19 und 20-jährig, wollte wissen. Doch ich wurde betupft, ich soll auch dort ins Auto einsteigen. Was ich natürlich nicht bin. Ich wollte nur wissen, ob das so ist. Es waren die gleichen Auto, wo wir dann am Abend nach gesehen haben, wieder zu kommen. Oder morgen wieder heraus sind. Wobei das schon in dem Ding war, als noch Papst Pius XII. Papst war. In meinen Augen ein guter Papst. Wenn man ihm alles vorwirft, das nicht stimmt. Er hat mehr Juden gerettet, als man überhaupt glaubt oder annimmt. Aber er war auch gefahren. Er hat einmal ganz klar dagegen geredet, den Hitler. Dann haben sie in Holland mehrere Christen umgebracht als Antwort. Soll er jetzt das weitermachen?
Möglichkeit, beten und segnen.